also dorthin? Die Antwort könnte der Mond bereithalten. Oh, da ist orangenfarbenes Gestein. Ich sehe mir das mal an. Die Mondlandung von Apollo 17 1972. Astronaut Jack Schmidt macht eine Entdeckung. Tatsächlich, ich sehe es. Es ist orange. Er findet über die Oberfläche verteilte Tröpfchen aus Glas. Super, Sportsfreunde. Es ist wirklich orange. Unfassbar. Heute sind sie wertvoller als Diamanten. Für den Astrogeologen Jim Head sind sie hochinteressant. Dies sind die Glasperlen vom Mond. Ihre Untersuchung und die Frage, wo sie herkamen, brachten uns erste Hinweise darauf, wie Kimberlit entsteht und wie Diamanten an die Oberfläche gelangen. Weil die geringe Gravitation und Atmosphäre die Tröpfchen auf dem Mond zu Perlen machen, wurde Head klar, dass sie sich tief im Mantel formen mussten, wo Kohlendioxid eine Rolle für ihr Austreten an die Oberfläche spielt. Es war eine Offenbarung. Wenn das hier funktionieren würde, könnte es alles im Zusammenhang mit dem Austreten der Diamanten erklären. Material aus dem Erdmantel gelangt normalerweise durch sehr heiße und langsame Prozesse zur Erdkruste. Einige Zentimeter pro Jahr. Doch Diamanten würden zerstört werden, wenn sie sich so langsam bewegten. Das war immer das Geheimnis bei Diamanten. Wie können sie aus großen Tiefen in ein paar Minuten, vielleicht einer Stunde, an die Oberfläche kommen? Das war ein echtes Problem. Head entwickelt eine Theorie, die erklären soll, wie sich Kimberlit so schnell bildet, dass es Diamanten nach oben schleudert. Der Prozess beginnt 250 Kilometer tief im Erdmantel, wo flüssiges Kohlendioxid Diamanten enthaltenes Magma durch das Gestein an die Oberfläche treibt. Wenn man tief, tief im Inneren eine Spalte öffnet, entsteht eine Niedrigdruckzone. Und es entsteht eine sehr kleine Umgebung, in der Gas aus dem geschmolzenen Gestein austritt. Dieses Gas erzeugt dann ein Druckgefälle, das es an die Oberfläche treibt. Wenn diese Kohlendioxidkammer die Oberfläche durchbricht, dehnt sich die Flüssigkeit zu Gas aus und schießt in die Luft wie Sprudel aus einer Flasche. Doch mit Geschwindigkeiten von bis zu 5000 Kilometer pro Stunde. Dieses Gas würde sehr schnell herausschießen. Es wäre wie ein gewaltiges Düsentriebwerk. Ein unglaublicher Ausbruch von Material in einer riesigen Wolke. Der Ausbruch des Mount St. Helens ist nichts dagegen. Ein Hohlraum in 3 Kilometern Tiefe würde sich in nur 10 Sekunden entleeren und Diamanten aus dem Erdmantel mit sich bringen. Eine Schlussfolgerung aus Heads Theorie ist, dass ein Gebiet nicht vulkanisch zu sein braucht, um einen Kimberlit-Schlot zu bilden. Diamanten können überall auf der Erde hervorbrechen. Nun macht sich unsere Sonde nach Süden auf. Wir werden erfahren, was geschieht, wenn die Erdkruste durch eine plötzliche Katastrophe zerstört wird. Die Sonde setzt ihre Reise fort. Sie hat 51.000 Kilometer um die Erde zurückgelegt und erreicht jetzt die Halbinsel Yucatan im Süden Mexikos. Sie bewegt sich aus ozeanischem Basalt heraus in kontinentalen Granit hinein. Wir befinden uns unter dem Chicxulub-Krater auf der Grenze zwischen Land und Meer. Hier schlug ein Asteroid mit 10 Kilometern Durchmesser in die Erde ein, mit einer Energie, die mit 100 Millionen Megatonnen TNT vergleichbar ist. 6 Millionen Mal mehr als beim Ausbruch des Mount St. Helens in den USA 1980 freikam. Der Astrogeologe Peter Schulz erforscht diesen katastrophalen Einschlag. Man kann das kaum begreifen. Die einzige Möglichkeit ist, es in einem Experiment verlangsamt ablaufen zu lassen. Das ist wie Science Fiction, man verlangsamt alles. Schulz ging zum Ames-Forschungszentrum der NASA, um den Einschlag nachzubilden. Er bereitet ein Experiment vor. Eine dicke Schicht von Bimsstein und Keramikkügelchen stellen den Erdmantel dar. Die dünne Schicht rosafarbenen Sands darüber übernimmt die Rolle der Erdkruste.
Eine 3,5 Meter lange Kanone schießt eine winzige Glasperle mit fast 5 Kilometern pro Sekunde in den Sandkasten. Präzision ist entscheidend. Wenn der Sandkasten nur um Millimeter falsch positioniert wird, verfehlt der winzige Glasasteroid sein Ziel. Wir müssten die Bildung des Kraters sehen können und die unvorstellbare Energie, die auf die Erdkruste einwirkt. Die Kanone wird geladen und in Position gebracht. Großartig. Wir sehen all diesen Dampf, die Schmelze. Alles fliegt mit ungeheuer hoher Geschwindigkeit heraus, fliegt über die Erde und kommt wieder zurück. Schnell bildet sich der Krater durch die Anziehungskraft der Druckwelle beim Einschlag. Der Einschlag ist so gewaltig, dass er ein Loch durch die rosafarbene Kruste bis in den weißen Mantel darunter reißt. Was der Erdmantel war, quillt nun hoch. Der Krater stülpt sich aus und repariert sich selbst. Einen ähnlichen Effekt erhält man in einem Schwimmbad. Angenommen, dieser Turmspringer ist ein Meteorit, der sich auf die Erde zubewegt. Er springt ab und schießt in das Wasser. In der Mitte erhebt sich eine Wasserfontäne. Sie kommt dem Erdmantel gleich, der aus dem Krater drückt. Die zunächst nach unten eingedrückte Erdkruste kommt nun also hoch, und wenn dies weitergeht, wird der Krater flacher und flacher. Erstaunlicherweise fängt die Erdkruste an, sich selbst zu heilen. Doch Schulz ist überzeugt, dass dies nicht schnell geschieht. Nach Entstehung des Kraters würde dies Tage fortdauern, wenn das Einschlagsloch in der Erde so groß ist, dass es sich selbst versiegeln müsste. Heute gibt es an der Erdoberfläche nur noch wenige Anzeichen des Einschlags. Aber er hatte weitgehende Folgen. Wissenschaftler glauben, dass er das Aussterben der Dinosaurier auslöste. Ist dies ein Beispiel für den katastrophalen Effekt, den die Verletzung der Erdkruste hat? Chicxulub war ein absolutes Desaster. Wir können uns das kaum annähernd vorstellen. Die Hitze, die Tsunamis, die entstanden und um die ganze Erde rasten. Es muss kalt geworden sein, gleichzeitig extrem heiß. Eine Kombination von Dantes Hölle mit einer Frosthölle. Unsere unterirdische Sonde befindet sich auf ihrer letzten Etappe ihrer Reise durch die Erdkruste. Sie entfernt sich von Mexiko und gräbt sich tief unter dem Atlantischen Ozean durch. Wir stehen kurz vor unserer erstaunlichsten Entdeckung der gesamten Reise. Die Sonde taucht in Wasser ein. Sie erreicht den mittelatlantischen Rücken. Hier fehlen 300 Quadratkilometer der Erdkruste völlig. Diese unerwartete Entdeckung gibt Wissenschaftlern ein einzigartiges Forschungsfeld für die Erkundung des Erdinneren, das normalerweise durch die Erdkruste bedeckt ist. Der Meeresgeochemiker Dr. Bramley Morton ist Teil eines Teams, das das Gebiet zu Forschungsarbeiten aufsucht. Ein Unterwasserfahrzeug sendet sogenannte Side-Scan-Sonarbilder des Meeresgrunds aus 3000 Metern Tiefe. Ein Bereich des Ozeanbodens weicht völlig von den ihn umgebenden Zonen ab. Wir konnten sofort sehen, dass es da einen Einschnitt in der Erdkruste gab. Der Meeresboden hatte dort irgendwie eine klaffende Wunde. Große Gesteinsstreifen bilden eine riesige Wölbung, 10 Kilometer lang und 15 Kilometer breit. Mein Team und ich hatten schon 10, 15 Jahre an der ozeanischen Erdkruste gearbeitet und so etwas noch nie zuvor gesehen. Das war ein harter Brocken für uns. Gesteinsproben von diesem Einschnitt in den Seeboden wurden genommen. Sie ergaben Außergewöhnliches.
Dieses Erdmantelgestein ist eins der am häufigsten vorkommenden. Nur befindet es sich normalerweise im Inneren des Planeten. Wenn man also auf dem Meeresboden Gesteinsproben nimmt und die kommen aus dem Mantel und sind nur ein paar tausend Jahre alt, dann ist das ungeheuer erstaunlich. Die ozeanische Erdkruste fehlt. Stattdessen tritt der Mantel aus Rissen aus oder bricht in die Erdkruste vor. Merton erklärt dies mit einer Apfelsine. Am mittelatlantischen Rücken, an dem wir arbeiten, ist die Erdkruste gespalten. Es ist wie wenn ich hier einschneide und die Schale aufbricht. Dort bewegen sich die tektonischen Platten mit einer Geschwindigkeit von ca. 2,5 cm pro Jahr auseinander. Getrieben von Hitze und Magma aus dem Erdmantel, das sich nach oben bewegt und neue ozeanische Erdkruste bildet. Doch an dieser speziellen Stelle sieht die Sache noch anders aus. Hier kommt keine neue Lava heraus. Die eine Platte wird von der anderen weggezogen. Da kommt das Innere der Apfelsine. Das Innere der Erde zeigt sich auf dem Meeresboden. Merton und seine Kollegen wollen jetzt herausfinden, wie es zu diesem bisher unbekannten Prozess der Bildung von Erdkruste kommen kann. Die Untersuchung steckt noch im Ansatz, doch die Forscher glauben, dass diese Entdeckung Ansatz zu vielen Möglichkeiten bietet. Sie könnte überraschende neue Erkenntnisse über das weitgehend unbekannte Innere der Erde bringen. Unsere Sonde ist am Ende ihrer Reise angekommen. Wir haben den Globus umrundet. Wir haben nach Öl gesucht. Wir entdeckten Diamanten, fremde Besucher der Erdkruste. Wir bewegten uns durch Magma und entdeckten Talg in der San Andreas-Verwerfung. Die Erdkruste ist ein unglaublicher Nährboden, voller Reichtümer. Sie schützt uns und hält für uns viele der Grundbedingungen zum Leben bereit. Diese erfundene Reise kann niemand machen, doch sie zeigt, dass die Erdkruste mehr ist als nur der Boden, auf dem wir stehen.